Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja schon mal nach hier geportet und ich muss sagen, es sieht doch sehr, ja, blutig aus. Nein, ach, was mache ich denn? Ich wollte eigentlich so. Ah, ich bin so gewundert. Ich bin so gewohnt, mit X alles aufzunehmen. Dass ich natürlich bei Y. Achso, Küche ist natürlich voll. Die Schlacht erklomm die Hügel. Da ist auch alles voll. Okay. Die Hand ist voll. Die hatten wir schon, ne? Ja. Die Frage ist jetzt nur. Ist ja schön und gut mit die Schlacht erklomm die Hügel, aber. Jetzt gehe ich aber wieder nach oben. Hier ist jetzt gar nichts mehr. Sieh für mich, Sühne. Ach, da hinten sind welche. Okay. Komme ich da hoch? Weil das ist so eine große Spalte. Gut, wir gucken einfach mal. Ach, ja, es ist der Fluss. Na toll. Hey, wer ist das? Ich bin's. Geht es allen gut? Sorry, ich dachte, ich kann mit dir reden. Ja, es gibt Sind Sie Kampfspuren, das ist ja verwundet? alles schön und gut, Und holt aber. jeden Namen ein. Da. Wir lassen niemanden zurück. Sei gegrüßt, Eivor Rabenschwinge. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jorvik beim Julfestmahl. Das Julfest-Blutbad, ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan, er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Hallo, du sollst ausweichen. Dann kriegst du einen Pfeil in den Rücken. Hallo. Sag mal, wenn ich dich angreife, dann will ich, dass du getroffen wirst und nicht, dass ich dann hier weggehauen werde. Warum brenne ich? Weich aus. Oh, geht's noch? Wie schnell sind die bitte? Nee, ich will auch nicht den Raben machen. Moment, dass der Gegner. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, der ist das. Hallo, wieso kümmert sich da keiner um den? Geht's noch? Wir haben aber nicht gewettet mehr. So. Achso, das war sein Schwert. Ich wollte gerade sagen. Verteidige Farid und seine Männer. So nicht, liebe Leute. Ey, der steht direkt neben dir. Warum triffst du den nicht? Na, komm, komm, komm. Nicht, mein Freund. So nicht. Ja, schöne Einstellung. Dummerweise von unterhalb des Bodens. Aber okay. Ach, lauf, komm. Okay.
So, das waren, glaube ich, alle. Zumindest laut dem, was ich jetzt hier lese. Hier haben wir nichts mehr zum Einsammeln. Keiner hat hier was verloren. Doch, dieser Schwachkopf hat was verloren. So, aber das Einzige, ne? Ist sonst keiner. Nö. Nö. Sogar hier die großen Knilche, die hier waren. Sauerei! Faravid, wo bist du? Da. Ich überlebe. Ja. Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Für verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Halfdan Ragnarsson, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Faravitz? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Dir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia. Und mit Finn in East Anglia. Die Geschichten ließen mich fürchten, du wärst größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Faravid, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Wichtig ist, was seine Männer von ihm halten. Ja, das definitiv. Ein Mann wie alle anderen würde ich jetzt mal ausgrenzen. Ein beeindruckender Mann. Ich meine, ja, er kam an, aber er kam viel zu spät. Sagen wir es mal so. Aber wichtig ist auf jeden Fall, was seine Männer von ihm halten. Das ist richtig. Was ich denke, tut nichts zur Sache. Mich interessiert, was seine Männer von ihm denken. Ist er ehrlich, vertrauenswürdig, treu? Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, keinen Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Orthymbre. Die Worte, Walfdan. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Ja, treff dich mit Halfdan Jagerson. Aber wo? Das ist jetzt die Frage. Da hinten habe ich jetzt schon gesehen, ist das Zeichen. Nee, das war eins zu weit. Achso, ja, dürfte nicht allzu viel sein, nehme ich mal an. Ich werde trotzdem mal eben hinreiten und werde euch dann gleich wieder dazuschalten. Die römischen Giganten haben sich mit dieser Feste selbst übertroffen. Ja, und da sind wir dann auch schon. Durch den Wald war es ein bisschen holprig, zumal da auch noch Wölfe waren, aber ansonsten ging es ja doch recht schnell, muss ich sagen. Wo würde Jarl Halfdan Hof halten? Habe ich jetzt gerade einen Huhn überlaufen? umgelaufen, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, Moment, jetzt sind's. Jetzt sind es noch 400 Meter? Nee.
Wir sagen mir zwar, es sind nur 400 Meter, aber das ist Quatsch. Ah, Moment, ist der hier drin? Willkommen. Nö. Ja, habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Eigentlich nicht, ne? Plunder. Überschwänglicher Tapferkeit. Ja, gut, okay. Ich glaube, die können wir dann doch mal. Ich habe gerade recht. Ein altes, vertrocknetes Laubblatt. Das letzte von einem Baum. Ernsthaft? Silberkreuz. Ja, gut, das können wir auf jeden Fall. Blume, duftende Blume. Ja, solche Sachen brauchen wir aber alles nicht. Ne? Eine Schachtel, Kompass. Gott, was haben wir denn alles hier? Wie viele gibt's davon? Ah. Kann ich gebrauchen. Das ist gut. Ich hätte eigentlich auf alle klicken sollen, ne? So. Nein, halt so. Mit echten Menschenhaar, oha. Kann man das auch? Ja, kann man. Heilige Kugel. Danke, dass du mir das verkaufst. Ja, ja, gerne, gerne. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den ganzen Plunder überhaupt schon wieder her habe. Rote Maske. Kleeblatt. Ja, das können wir ja drin lassen. Das bringt uns ja vielleicht Glück. Lederball. Den können wir auf jeden Fall verkaufen. Prächtiges Juwel. Beste Handwerkskunst und Qualität. Bringt einen guten Preis ein. Ja. Die Sachen können wir mal. Das sind Handelsgüter. Die lassen wir erstmal noch drin. Etwas? Nö, sonst erstmal nichts. Aufbrechen. Bis bald. Außer, dass ich nicht so genau weiß, wo ich eigentlich hin muss. Ach so, da oben. Nehme ich an. Gehe ich stark von aus. Habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Ja, alles in Ordnung, Mütterchen. So, wie kommen wir denn da rein? Hier. Bitte, Lady Moira. Meine Frau ist krank. Open. Bist du eine Nonne? Ich dachte, Nonnen zögen sich an wie Gänse. Aber gar nicht. Ich bin Moira aus Wieke, Halfdans Kräuterkundige. Er ist sehr krank und ich versuche, ihm Hoffnung und Beistand zu geben. Ich sah ihn kämpfen. Da war er bei bester Gesundheit. Dank meiner lindernden Tränke. Entschuldigst du mich? Bitte, Lady Moira. Meine Frau ist krank. Ich werde bald zu ihr kommen, versprochen. Doch erst braucht mich Halfdan. Wir zerschmettern sie im Frühling, nicht er. Das ist der Plan. Aber mein Volk leidet jeden Tag. Dein Volk. Scheiß auf den Typen, ich will dich kraulen. Reich direkt vor meiner Nase. Unser Volk leidet unter diesen Grausam. Oh. Dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. Wer ist das? Komm näher. Halfdan Ragnarsson. Mein Schwertarm folgt deinem Ruf. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmal. Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Und du bist die Heldin von Jofarvik. So singen es meine Skalden. Nicht irgendeine Heldin. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixige es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Nicht allein. Aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jofarvik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidungen in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern.
Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich streckten sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Alter Freund, wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Wunderschön. Fränkisch, würde ich sagen. Was meinst du, Eivor? Warum muss ich das jetzt entscheiden? Mir ist Med lieber, er ist nichts Besonderes. Ja, ich würde mal sagen, ein guter Kelch. Eine ansehnliche Arbeit, den Lippen eines Königs angemessen. Oder derer die Könige machen. Ein Quell der Weisheit, Faravid. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Ein doppelzüngiger, grinsender Ruhmjäger. Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stein. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie die Welt. Das heißt aber nicht, der will mich hier hinterrücks angreifen oder sowas. So, jetzt darf ich mich auch wieder bewegen. Oh, da unten. Ja, da unten ist das, wo ich hin soll, oder? Entschuldigung. Entschuldigung, was steht hier aber auch alle hier mitten im Weg rum, also ehrlich. Nee, Moment. Jetzt läuft er da oben rum. Komm nur! Er läuft jetzt ganz da oben rum. Ach so, okay. Dann schauen wir doch mal nach. Was ist mit dir? König Rixige. Ah, Eivor. Dein Verstand wurde in Jofavigs Rat vermisst. Ich bin im Geiste anwesend. Würdest du uns jetzt deine Weisheit leihen? Wir wissen einfach nicht, wie wir mit den Pikten im Norden umgehen sollen. Begegnet Eisen mit Eisen. Nur so geht es. Und mit diesem Festmahl bereiten die Dänen ihre Klingen vor. Wir kämpften gut und siegten. Morgen werden wir wieder kämpfen. Aber man muss sich auch die Zeit nehmen, um zu feiern. Ich verlasse mich auf dein Fachwissen. Hacken, hauen und so weiter. Genieß das Fest, Eivor. Okay. Unten kann man auch noch mit jemandem sprechen. Aber unser Ziel ist irgendwo über uns, glaube ich. Also meinte er scheinbar diesen Turm hier. Hunde betteln nicht. Der will im Schlafzimmer mit mir sprechen? Hunde Hallo? Wollen keine Jals sein. Doch ich bin ein Wolf. Nein, ein Wolfskönig. Mach mir nicht meinen Rang hier streitig. Hallo? Ich hab gerade mit dir gesprochen. Könntest du auch mit mir sprechen? Sag mal. Jedes Mal, wenn... Eivor, ah, komm. Lass mich dir ein Wunder zeigen. Das heißt, es macht mir gerade etwas Angst. All das haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du hast großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein, nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor.
Selbst ein Held braucht treue Freunde. Das habe ich nie aus den Augen verloren. Niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft ist heilig, ja. Du drehst dich im Kreis, genau. Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin. Es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagt er es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und Wein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut, ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Ja, und was das ist, also wenn er wirklich etwas verheimlicht, das werden wir auf jeden Fall herausbekommen, hoffe ich zumindest, aber definitiv nicht mehr in dieser Folge. Ja, ihr wisst, was das heißt. Ich werde hier einen kleinen Cut machen und ich denke nämlich, dass die Sache mit dem Faravid wohl noch was länger dauern wird, bis wir das rausgefunden haben, dann wieder mit ihm gesprochen haben und so weiter. Und deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.